Guten Morgen, ne? Irgendwie bin ich dieses Jahr so eine Frostbeule. Ich habe jetzt wieder mein Schutz oben hier. Es ist nämlich so kühl im Keller. 9 Uhr. Es piept. Ab jetzt ist los. Ich bring mal die Wegen raus und mach mal langsam auf. Langsam. Also es ist ja offen. Langsam. Ist ja alles schon gemacht. Muss ja nur noch die Wegen raus. Ich werde so langsam in den Tag starten. Ne? Und bin so irgendwie nicht gut drauf. Irgendwie. Irgendwie ist mir kalt und ich friere und. Jo, gestern haben wir ein absolutes Kultstückchen reinbekommen. Cannondale SM500. SM, kenne ich nicht, M500, SM. SM500, schönes Cannondale, schönes altes Cannondale. Wow, Magura Blue. Wow. Die ziehen auch nicht mehr so schön. Aber alles noch, fast alles noch original. Hört sich auch schlecht an, müssen wir mal das Billige mal tauschen. Da schraube ich erstmal ab hier vorne. Aufgepumpt habe ich schon. Jetzt schraube ich ab. Mann, so ein Rad hätte ich gerne damals gerne gehabt. Einmal bitte neu. Zack, wenn er nicht wüsste, wie er Magura-Belege tauschen soll, so, ne? Bei den alten hätte es so. Zack, einfach rausdrücken. Fertig. Eine Seite abschrauben müsste er bei den alten. Rad raus und dann die andere Seite raus. Ganz simpel. Mit schön felgenfreundlicher Gummimischung. Total simpel, einfach eingeklickt, fertig. Und weiter. Achse ist gebrochen. Oh mein Gott, scheiße. Die Achse ist durch. Da, gebrochen. Ist ja gewundert, dass das so beschissen läuft. Na gut, das ist der Tod für das Hinterrad, weil die Felge sieht auch nicht mehr schön aus. Die wölbt sich halt schon nach außen. Da muss eine neue rennen. Erstmal Kabelbinder hier oben an das Ding, an diese Hydraulikleitung für hinten. Funktioniert eigentlich alles. Das Hinterrad ist im Arsch. Die Bremse muss komplett neu eingestellt werden, weil die ist total verstellt hier. Wie man sieht, ne? Also so wie die steht, ja, nee, die ist wahrscheinlich angepasst worden mal an das kaputte Hinterrad. Anders kann ich mir das nicht erklären. Normalerweise stellt man die ja so nicht ein. Ich habe eins gefunden, was richtig geil passen würde. Das habe ich nämlich aufgebaut, eine alte X10 aber. Sauber gemacht, die fettet, die wartet, die läuft wie, naja, ist rein, siebenfach Kassettenkörper, ist genau aus der Zeit, ist genau das, was hier drin war und eine dicke, massive Felge, eine neuer Felgenring mit neuen Speichen, geil, das würde ganz genau, genau, das würde ganz genau hier drin passen. Porno. Aber da weiß ich nicht, ob sie das bezahlen mag. Ja, ansonsten so ein Billigding. Das ist was neu. Wenigstens die Felge, da achte ich immer drauf, dass es Hohlkammer ist. Aber ey, wenn du die neue Narbe, wenn du die schon drehst, da kriegst du einen Krampf. Da merkst du, bollert und macht und tut.
Das wäre ja schade, so weit hier drin zu flacken. Ist wie das. Und seitdem nicht mehr. Nee. Ja, ich auch nicht. Also auf dem Trödel eigentlich auch nicht gesehen. Ich war ja nicht auf dem Trödel. Jetzt hat er unter Bäumen mischt, hat irgendwie so völlig merkwürdig. Wisst ihr, wenn ich ihn strafversetzen setzen würde, dann hätte ich ihn den Platz hier. Ach du liebe Zeit. Erstmal einen blonden Sitz ist ein bisschen seltener und dann eine Wunderschön. Jetzt mal abschlafen, finde ich auch. Größe ist schön. So, was für eine Puppe ist das? Das ist eine Badepuppe. 1890 rum. Haben wir nochmal ein Po-Loch. So schön ausgefallen vom Körper her. So üppig, wa? Bisschen fett, aber. Ein bisschen üppig, ja. Bisschen Barock, aber egal. Barock, du sagst es ganz genau, so ein Hansa-Schädel. Oh. Hier auf dem Deckel. Ich meine, jetzt mal schöne Fotos machen, dann nicht wieder einstellen. Ja, naja, findet sich schon wieder. So, zum Rathaus, wo ich ganz blöd sind, die heutzutage auch nicht mehr, die wissen ja alle Bescheid. Die gucken alle Bares für Rares, weißt du? Leider finden sie ja auch mal an. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich den Fabian mal kommen lasse von Bares für Rares. Das ist so unglaublich. Voll Fabian. Der keine Ahnung von Jahrestadt, ey. Teilweise haben die da sowieso keine Ahnung. Das ist so schlimm, der Experte. Und wenn mir richtig auf den Sack geht, dann ist ja Wolfgang, der Auktionator. Mit seinen Niedrigangeboten, die er da immer macht. Ist er und dann immer gleich nachfragt. Und wollen wir das machen? Wartet ja nicht ab, ob da noch ein anderer vielleicht mitbieten will, ist er? Und wollen wir das machen? Sind Sie damit einverstanden? Nee, die blöde Fresse von dem schon sehen, ja. Ich meine, wir müssen ja irgendwo anfangen, wir können ja nicht gleich. Deswegen haben sie die Enya rausgekannt, die ganz am Anfang, die ersten zwei Folgen dabei war. Ja, die hat ja gleich mit 6,5 angefangen bei dem Sami. Und dann haben die alle so, Moment mal! Ey, wenn der Schmuck vor mir liegt, ist der, wo ich schon sehen kann. Ja, aber die haben alle abgekotzt wegen dir. Ja, ne, das hab ich nicht, aber wenn da jetzt einer kommt mit Schmuck, bist du und ich sehe, das ist Schmuck, da sag ich jetzt mal, alleine der Bruchgoldpreis würde jetzt 1000 Euro betragen, dann kann ich dir mit 200 Euro anfangen. Wie die 1000? Dann kann ich nicht mit 200 Euro anfangen. Nee, das kann ich nicht. Geht ja mal gar nicht. Gibtest du halt 1000, wenn du so ein Händler bist? Ja, dann gibtest du erstmal den Bruch. Ja, damit zahle ich auf jeden Fall, fange ich mit dem Gebot an, was das Gold wert ist. Da mache ich ja keinen Fehler. Ja, sicher. Am schlimmsten finde ich ja, was ich viel schlimmer finde noch, ich meine, die können ja alle sagen, der kann seine 80 sagen, na, der andere wird. Aber am schlimmsten finde ich ja persönlich, dass er alles googelt. Ja, teilweise, ja. Und da kriegt die Krise. Wenn ich da einen Experten vor mir sitzen habe, ja, dann ist das gut. Der Wolfgang und die Susanne mit ihrem Schmuck immer. Die sind immer gut. Nee, nicht mit dem Schmuck, mit allem. Ja, mit Bronzen. Mit Bildern, mit Bronzen, ja. Alle. Alle googeln sie. Also da sehe ich hier Verkaufsergebnisse von so und so. Das versteht nicht. Ich krieg die Krise bei sowas. Also wenn ich ein Experte bin, dann weiß ich doch Bescheid. Dann habe ich ein Bauchgefühl. Ja, kannst du. Ja. Dann weiß ich doch Bescheid. Dann habe ich doch ein Bauchgefühl und weiß ungefähr so und so viel kann ich bezahlen. Ich kann mich auch verschätzen im Negativen. Kann sagen, naja, ich würde jetzt 200 geben für das Bild. Das wird echt mit 2000 oder 20.000 gehandelt. Wisst ja manchmal nicht bei Kunst. Aber die Venus sind natürlich der Wolfgang und die anderen, die machen eine Maschine. Blöde. Der Dicke. Ja. Der hat vorerst dann eine Lernfrin gekauft. Da hatte der Stein nur 4 Karat. Oh. Ja, aber so ein leichtes Geld. Ja, das ist doch okay. Hat er bezahlt. Also waren zwei Schmuckstücke. Jeder hat eine Brosche gekauft für 3000 und er hat dann bezahlt für den Diamanten 6,5. Das ist doch nicht. Also war mal. Welche Reinheit? War schon Piqué. Ah, okay. Also hat unter der Platte einen schwarzen Einschluss gehabt. Okay. War schon Piqué. Also sie hat ihn schon als Piqué bewertet. Aber ein schöner Schild, 4 Karat. Und über diesen 4 Karat Stein haben wir nochmal 3 Brillanten in 2, 0,6 und 1 mit 0,8.
Und die auch so piqué, oder was? Na, die waren, hatten eine schöne Farbe. Und waren nur bequem die Füße. Das ist immer schwierig. Warum rennen die Leute mit sowas dahin, ey? Das ist ja selber schwierig. Ich schätze, war der Kettenanhänger, der Collier war ich jetzt auf 10.000 bis 12.000 und der Anhänger war ich jetzt auf 3.000. Und die 3.000 mit dem Anhänger hat die weniger bezahlt. Und dann hat der andere Auktionar, nämlich der Wolfgang, der Dicke, der hatte 6,5 für die Collier bezahlt. Ist so fancy, gilt auch als fancy Color mittlerweile sogar. Ja. Die wird also höher bewertet als. Ich hatte ja auch, ne, wo ich das Geld gekauft habe, die goldene Uhr und die goldene Kette mit dem einen D-Mark-Münze drin. Ja. Na, da waren ja auch Diamanten drin, aber der hat ja gleich, ich habe ja praktisch die Schachtel in der Hand, habe mir das Gold rausgenommen und in dem Moment schnappt der neben mir steht, sich 4 Ringe raus. Ja. Und da war auch ein Speaker, ich dachte mal, irgendwie so ein Geld bei. Ich hätte die Schachtel wieder zumachen sollen. Da greift der drin. Gleich 4 Ringe raus. Na, da war die Kiste ja praktisch auch schon leer. Die Ringe, die Kette und die goldene Uhr. Der hat 20 bezahlt und ich habe 20 bezahlt. Ja, 20 Euro. Ja, das ist so, okay, das gibt's ja nicht. Kann nicht wahr sein. Ich habe wohl nicht damit gerechnet, dass der so frech ist und da ein paar Ringe bleibt, weil ich hatte die Schachtel. Ein bisschen, wenn er in der Kräfte was mag, ich ja dann gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ey, das ist alles nicht mehr schön. Boah, wow, Rares für Rares, ey. Ich weiß auch noch viel. Die Welt auf dem Flohmarkt sind alle schlauer, ey, oder? Jetzt sagen sie nicht mehr, musst du mal gucken bei eBay. Jetzt sagen sie dir, na, guck mal bei Rares für Rares. Ja, 300 Mark, genau. Das Ding mit der Maschine ist so schön. Jetzt hat er dann. Man musste den Alten aufschreiben, was man alle hat. Ja, die gerne mal die Zeit lang geben. Mal Einkauf ist ja und der Verkauf. Aber ja, ja, nee, ich meine so diese besondere Sachen, was einem so in Erinnerung geblieben ist. Das ist ja wahrscheinlich nicht viel, das begrenzt sich ja wahrscheinlich auf 10 Artikel oder so, was man so Besonderes hatte. Oder so. Ja, das hatte ich auch schon mehr. Ja, klar hatte man mehr, aber was so wirklich besonders war, herausstechend oder wo eine lustige Geschichte mit dabei war. Aber war nicht anzukommen. War mal bei ihm ein Bruder, der hat aus Karin Heil, der hat ja einen Tisch gehabt. Karin Heil. Der Tisch hier, der hat mir gezeigt, den habe ich auch zu gehabt. Und der hat den Tisch da stehen hier. Schlecht. Was machst du damit? Mein Onkel hat so einen Leuchtplatz, da kann man den alten Mann. Ich weiß ja nicht, wie der den Tisch, den Tisch von da, wie kommt man denn da weg? Oder so, ich verstehe das gar nicht. Waren doch alle weg schon. Genau. Die plündern, die macht die Tarn. Ja, die Gegenteil, aber so ein Tisch ist ja auch erstmal weg. Also die Amerikaner sind Tisch wegzukriegen, das war wahrscheinlich schon wieder leer. Weil mein Onkel auf dem Trödelmarkt kam mal hinein, der hat ihn gefragt, ob mein Onkel Interesse hat an dem Buch aus der Reichskanzlei. Er hat das aus der Reichskanzlei geholt und hat das Ding mit der Schubkarre nach Hause gegeben. Diesen Groß hat er gezeigt, was das vom Bad haben soll. Und dann hinter mein Onkel ziehen, ja, man müsste das Buch gleich mal sehen. Und der hatte eine Vorstellung von 50.000. Dann hat mein Onkel gesagt, naja, wir müssen das Buch gleich mal sehen. Naja, wenn es der Buch hat sich nicht mehr gemeldet. Und 3 Jahre später quatscht mein Vater immer noch auf dem Trödelmarkt, auch wieder ein alter Mann. Ja, können Sie sich noch daran erinnern? Und mein Onkel hatte mich damals, mein Vater hat sich genauso mal gewesen. Ja, und ein paar Jahre später quatscht der selber alte Mann, mein Vater an, weil die sehen sich ziemlich ähnlich, so ist er, und sagt zu ihm, sagen Sie, können Sie sich noch an mich erinnern, ich habe immer wieder einen anderen Platz. Hallo? Hallo? Der Buch aus der Reichskanzlei an die Boden. Da sagt mein Vater. Moin! Moria, hast du vielleicht ein Tool für die Stuhl? Für den Sattel. Hammer! Nein, ich weiß, wie mein Vater denn zu dem alten Leben gesagt hat. Das haben sie nicht mir angeboten. Das haben sie damals meinem Bruder angeboten, auf dem neuen Platz. Aber mein Bruder hat mir davon erzählt. Und? Wann bist du denn? Wollt mal sehen. Ey, weil es noch immer mehr hat, hat er sich nicht mehr gut. Irgendwann war eine Annonce mit einem Sammlerjournal, mit einer Schiebung. Und im Moment später war ein Mord gewesen, an dem der diese Zeit wirklich nicht war, nicht so gut war. Und so
bis sie den verabschieden können. Ja, hast du die Sammler schon nach Ausgabe noch? Die hat mir verdammt zaubern. Vor allem eine Morddrohung abgedruckt? Echt? Ja, die haben die Morddrohung abgedruckt auf die Annonce, die im Monat vorher erschienen ist. Aber wieso drucken die das nicht durch eine. Also war nur eine Drohung wahrscheinlich. Drohung, ja. Aber er hat sich auf diese bezogen. Und direkt. Das werden ja nicht gesagt haben, wir machen den kalt. Naja, so werden sie nicht geschrieben. Aber wenn wir geschrieben haben, was können wir nicht anzubieten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist ja geil, ey. Normalerweise, warum hat denn da der Staat nicht zugeschlagen, hat das Buch gekauft? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie. Ich weiß es nicht. Davon hier, dass das Buch irgendwo aufgetaucht ist. Nur mal recherchieren so ein bisschen. Echt? Das ist geil, ey. Vor allem ist das ist echt so ein Ding, das ist noch unterwegs irgendwo. Wenn das nicht in irgendeinem historischen Dings ist oder nicht verdichtet wurde, ganz verschisst, dann ist das noch irgendwo unterwegs. Der Alte wird ja inzwischen schon mal tot sein, weil schon, der war ja auch schon alt, sag ich jetzt mal, der wird nicht mehr leben. Ja. Krasse Scheiße, ey. Der hat ja auch schon sekretär Ding vernichtet. Das wäre furchtbar. Ja. Aber was willst du machen denn, wa? Das ist halt denn so. Das, ja, früher bist du an so eine Sache dann noch angekommen, teilweise aus irgendwelchen persönlichen Besitz von dem oder von dem. Die Mütze von meinem Vater, das war ja auch so ein Ding. Da sitzen die da irgendwie beim Trödler drin in der Pestalozzi-Straße. Die sind da am Kartenspiel und da kommt da so ein Typ drin mit der Tüte in der Hand und sagt, wollen Sie die Mütze von Hitler proben? Also mein Vater war der Einzige, der da nicht mitgespielt hat, Karten, Mann. Die haben wir zu viert immer angesessen. Und alle fangen so an zu lachen. So. Ja, denn jedenfalls haben sie sich die Mütze angekickt. Da war ja auch ein Zettel mit bei, wie die Mütze jetzt, sag ich jetzt mal, entdeckt wurde. Ja. Ja. So, na und jedenfalls. Seine Mutter, die war damals Putzfrau gewesen beim CIC, das war damals ein amerikanischer Geheimdienst in Deutschland. Und da lag die wohl in der Vitrine und sie war da Putzfrau und hat dann gegeben. Ideal. Hat die irgendwann dann ihren Sohn gegeben und gesagt, komm mal hier, jemand Trödler und verkauft ihn. Und der Trödler hat die dann gekauft für einen Hundert. Ja. Hat direkt ihn angerufen, also bevor mein Vater irgendwas sagen konnte, hatte der schon ihn angerufen und hatte dem die Mütze angerufen für 450 Euro. Und dann hat er gefunden, der hat sich gesagt, naja, wenn ich das heute nicht schaffe, komme ich morgen. Ja, und dann hat aber der Trödel, und dann hat der Trödel auch gelegt, hat mein Vater ziemlich gesagt, du müsstest die Mütze jetzt nur anbieten können, die hätte ich wohl genommen. Für 450 Mark. Einfach nur so Risiko, war. So. Weil ja. Kinder wusste ja nur noch, die wirklich echt ist. Ja. Naja, und dann sind sie so verblieben, wenn der Pieper sich nicht meldet, am selben Tag würde er meinen Vater anrufen abends und dann könnte er sich die Mütze abholen. Naja, und dann kommt mein Vater so nach Hause und denkt mir, oh Mensch, Ali, vielleicht kriegt heute eine Mütze von Hitler, wa? Ich sag, na was, der Luftwaffe oder Marine oder was? Da hat er nicht eine persönliche, die Hitler selber getragen hat. Ach so. Naja, da eine Telefonklingel, sagt er. Und der Horst dran ist, dann gebe ich dir 450 Mark und dann nächste schnell mal hin, holt sie Mütze und eine Tüte. Aber ey, wage dir nicht, die Tüte aufzumachen. Ja, dann hat der Rupp gerne unten, dann bin ich hin, hab die Mütze abgeholt. Na klar, ich mache eine Kiste in die Tüte. Dann, ja. Ja, ja. Und dann hat ja, dann war die Mütze dann zu Hause. Dann hat mein Vater ihn angerufen, den Morgenruf, der macht hier auch immer. Ist ja der gewisse Pion. Das ist ein Partner, den wir auch, der hat ja die Leute nur beschissen damals. Alter Schwede, hat der die über neue Runde. Na, jeweils hat mein Vater den angerufen und der sagte dann so via Telefon: Ja, Mensch, Klaus, das ist eine einfache Parteimütze. Da gebe ich dir 450 Mark für. 550 Mark für. Und da sagt mein Vater: Naja, wisst ihr, ich überlege mir den. Und dann hat er den Konrad Schuster angerufen. Das ist auch nicht besser. der hatte denn geboten 10.000. Ach, schau an, von 550 auf 10.000. Und dann war noch ein Spielzeugsammler, der hat um die Tage gesammelt, der Gutmann. Der war so eine Immobilienreihe, der hatte eine Immobilien mit seinem Bruder zusammen. Und der hatte dann geboten 13.000, wollte aber eine Bestätigung haben von der alten Frau. Als sie die damals mit mir geklaut hat, hat mein Vater zu ihm gesagt: Sag mal, merkst du jetzt noch was? Wie soll ich denn jetzt an die alte Frau rankommen? Sagt er, die kennt doch keine Sau. Der Typ, der die verkauft hat, den kannte keiner. Und die Frau kennt schon mal ja keiner. Naja, aber die wird doch bestimmt keine Bestätigung geben, dass er mal eine Mütze gekauft hat. Ja, soll ich jetzt noch was aufgeben? Na, jedenfalls, der war dann aus dem Rennen, obwohl er mehr bezahlen wollte. Er hat das Bestätigung, jetzt eine Bestätigung kommt. Na, jedenfalls ist dann der Pörschke aus Amerika rübergekommen und hat wieder eine Kauf für 10.000. Ja, und der hat sie dann rübergebracht nach New York und hat sie dann da angeboten,
450.000 Dollar, sagen wir es. Dann 3-4 Monate später kam ein Spiel raus und da wurde dann über diese Mütze berichtet. Hast du den Bruder? Der hat einen Vater auch noch. Der, so was ist doch geil, so was ist doch geil. Das ist eine geile Geschichte. Mein Vater war nur für das der Name mitgebracht ist bei der Mütze. Luftwaffen-Erdschale, ich rufe auf dem Klausener Platz, das ist ja richtig selten. Luftwaffen-Erdschale, 17 Mal. Mein Vater zeigt die Morgenrot, wisst ihr? Und sagt, was willst du denn da für hier? Und der sagt, der gibt dir 150 Mark, das ist ja nicht mehr. Das ist ja ein Teller. Mhm. Dann hat mein Vater die auf den Tisch gemacht und dann Tisch gelegt. Dann kam Dr. Kriegmann, der war Ordensprüfer in der Wilhelmstraße. Der hat eine Ordenssammlung gehabt, hat Expertisen und so geschrieben. Und mein Vater sieht, dass der bei uns steht am Stand und sagt, sie macht ja Doktor, warten Sie mal, ich wollte ihm mal was zeigen, vielleicht kennen Sie das ja was. Und er zeigt ihm mit dem los und der gleich so, wissen Sie, wo zu haben? Nö. Mein Vater so, ne, sagt er, ein Teller. Ja, nee, wie gesagt, das ist ja was ganz Seltenes. Ist ja eine Luftwaffen-Hirnschale. Die bringt ja mindestens 5.000. Ja. Hat so gebracht, die hat so eine Meldung. Hat auch der Börschgeld, der die Mütze geguckt hat. Genau, er ist das erste Mal da gewesen wegen der Luftwaffenschale. Und das zweite Mal war er dann da wegen der Mütze. Und jedes Mal, beide Dinger sind über den Schuster gelaufen. Ich möchte mir wissen, was der Schuster nochmal an der Mütze verdient. Ich glaube, da war mein Vater in Urlaub und da kommt Breno auf mich zu, der mein Vater mal beliefert hat und sagt zu mir, sag mal, was ist denn mit deinem Vater los? Ich sag, wieso denn? Ja, ich habe da so einen Posten Soldaten. Ich sage, er ist ja noch ein paar Wochen im Urlaub, aber ich habe ja auch Ahnung. jedenfalls haben wir uns die Kunden weggenommen. Nein, der war doch nicht da. Jedenfalls hatte ich ja zu der Zeit kein Geld. Hatte mich mit dem verabredet, habe dann die Spielzeugsammler weggenommen. Ich sage, Besuch sei, gab deine Adresse, sage, du willst mir das Geld. Wenn etwas das Covid ist, dann verkaufen wir das und machen dann hinterher halber halt. Ja, das können wir machen. Ja, da hingefahren, und der hat der Soldaten ausgepackt, 110 Soldaten, einfach richtig selten die Uhr. Lagerleben von den Krümpfe, von den Lastelin. SS-Männer im Mantel, von den Lastelin, alle so viel. Aber damals halt nur ja, ist ja logisch. Ja, und die Figuren waren damals richtig teuer, da hast du für so einen SS-Mann im Mantel hast du 250 Mark bezahlt. Und die hast du auch schnell gekriegt. Jedenfalls habe ich die dann gebucht für 200. Und die hatten dann ausgerechnet, wenn wir sie jetzt an meinen Vater verkaufen, wenn der wieder da ist, war, würden wir kriegen 5 nach halbe. So, also 5 nach halbe, 1200 haben wir bezahlt, dann haben wir ausgerechnet, was wir daran verdienen, also 3300. Und dann hat er mir meinen Teil gleich ausgezahlt. Er ist dann losgegangen mit dem Posten und hat den Posten für 600.000 verkauft. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, oh, ich habe ja gehört, ich habe es ja 6,5 gekriegt und so. Ich sage, krieg ja von dir nochmal was. Wie, du kriegst von mir nochmal was? Ich sage, aber wie wir jetzt hier rechnet hatten, 5.500 auf die Schnelle. Ich sage, du hast jetzt abgegeben für 6.500. Ich sage, dann würde ich jetzt ja nochmal 500 Mark von dir kriegen. Wa? Ja, dann bin ich hier. Ich habe mir damals die Luftwaffenschale. Habe ich ihm, ich hatte ja kein Geld, der wollte 70 haben. Dann habe ich schnell meinen Vater gesucht und Gott sei Dank, wie wir zurückkommen, war die auch noch da. So. Und dann fing mein Vater an, ja, aber da ist ja ein Loch drin, und gibt mir hier, da haben sie ein Stück am Rand weggeschnitten. Ich sage, das ist doch ja, da die 70 Mark Seiten. Die EK1 kostet schon fast 70 Mark Seiten. Der Händler hat eine EK1, ich sage, ruf das. Ich sage, das ist doch kein Fehler. Ich musste ihn echt überreden dazu, dass er das Ding kauft. Na, der hat das ja für 5.000 verkauft, oder mehr für 5.000. Ja, und ich hab den gekriegt 50 Mal, Provision. Typen davon war es, wie war es, wie gesagt, die kannst du da teilweise in eine Tonne. Und ich sag, was ihr alle gar nicht mitgekriegt habt, sag ich, dass ich die letzten Jahrzehnte mich auch mit anderen Sachen beschäftige, nur mit Militaria und Spielzeug. Weil die da teilweise raushauen müssen, ja, die kann ich auch raushauen. Das ist ja auch eine gemachte Sendung. Also, wenn ihr denkt, dass das normal ist oder dass das irgendwelche, das ist ja alles Quatsch, ne? Das ist ja erkennen sich ja an, aber haben die auch keine Ahnung, nur die Fahrer genauso. Und teilweise sehen sie da die Pickel auch mal einkaufen. Letztens war eine da, die hatten ein Schild, ja, für eine Grenadiermütze. Ja, das hat denn der Ludwig gekauft für 80 Euro. Ja. Das ist ein richtig schönes Arbeitsteil. Vorne mit Blech. Ja. Von der Grenadiermütze. Ja, ich
Ich gehe mal bei Ali jetzt noch eine Galileo-Lampe kaufen. Ja. Naja, kaufen kann man dann im Moment nicht. Wacker hat mir letzte Woche, ja, Ali, willst du eine ganze Kiste kaufen? Steifmeckis? Ja, naja, kannst du ja mal zeigen. Ja, viele kaputt, wisst ihr? Die Gesichter total verformt. Ja, und dann, typisch. Die größten waren so, waren vielleicht 12 Stück oder was? Denn so eine Creme bei 60 sag, Euro. Was hast du dir da vorgestellt für den ganzen Karton? Na, ich war 500, die werden nicht alle. Was? 500. Ich sage, Backer, sei mir mal nicht sauer, sei aber steif. Ich sage, sei mir mal nicht sauer, sei aber steif ist vorbei und die Mäckis guckt schon, ja, keiner mehr. Ja, kick mal im Netz, da gehen hier weg, 60 und noch mehr. Ja, 60 die Kiste mehr, okay. Mit so kaputte Dinger drin, was willst du damit? Also und selbst das würde ich mir fast nicht mehr antun, ehrlich gesagt. Ich kriege 100 Euro, weil ich weiß, dass sie auch nicht mehr laufen. Die ja. Wirklich keiner mehr haben. Naja, ist doch vorbei. Ich kannst du in 20 Jahren wiederkommen. Ich hab sie wie alt gehabt, in der Größe, da wollte ich haben für Pärchen. 30 Euro. Ich sag, geh mal ran. Ist ja furchtbar. Und dann ist sie verbrannt. Ja. Verbrannt. Tschüss. Gut, bis dann. Ja, guck mal rein. Ja, Mike. Ja. Ei, ei, ei. 500. Fällt mir ja die ganze Spuck aus dem Gesicht. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Oh Mann, was ist mit den Leuten los? Na, der Arnim, der hat schon Dinge erlebt in seinem Leben, das ist unglaublich. Der Typ, ey, der hat wirklich schon Sachen gehandelt. Da war ich noch mit der Klingel um den Christbaum hier. Aber, wie gesagt, der hat ein gutes Näschen, aber er hat nie Kohle. Schade. Natürlich ist diese wundervolle Gazelle hinter der Platte. Und ich würde sagen, jetzt machen wir jetzt mal schnell, aber dauert bestimmt lange. Fertig. Aber was? Ist fertig? Kann abgeholt werden. Drei Aufnahmen nur bis jetzt, aber die gehen jeweils über eine Stunde. Ich glaube, oder zwei davon zumindest. So, Mietrad, Speicher rausgerissen. Das haben wir öfter mal, da ist irgendwas drin gekommen. Oder wenn die irgendwelche Taschen hinten drauf haben, irgendein Band, irgendeine Schlaufe, irgendwas drin, bupp, rausgerissen, fertig. Muss ersetzt werden. Das mache ich jetzt ganz simpel, alte Speicher raus, denn in dem Fall tatsächlich einfach nur die neue rein. Tschack. Zack. Zack. Einmal dadurch. Und da sieht man schon da oben. Das passt. Wo habe ich denn stehen geblieben? Ich weiß ja nicht, was die letzte Aufnahme. Mann. Ich weiß gar nicht, was die letzte Aufnahme war. Schlauchwechsel. Unglaublich. Ja, Baby. Was ist jetzt? Schule, Kita. Stimmt, der Schule, wa?
verteilt. Was haben Sie? Kommt die Waschgeschirrspüle. Kommt die Waschgeschirrspüle? Kommt die Geschirrspüle. Haben Sie sich angerufen? Nee, ich habe dann eine E-Mail gekriegt. Ich habe ja 10 Minuten nicht auf. Aktualisiert. Die E-Mails. Die Kugel an die Kacke. Vielleicht von den Kindern irgendwas. Ja, kann sein. Auf jeden Fall, irgendwann war dann die Versandbestätigung und dass sie sich nochmal per E-Mail melden werden und ich dann einen Termin auswählen kann. Wenn nicht möglich, der erste Termin, der ging am Samstag von 8 bis 11. Also eigentlich auch kein Gang schalten, was der, also irgendwie das selber. Ach, die Drohne, die Pet ist immer runtergefallen. Ja, ja. Klabuster Birne. Ja, jetzt ist gut wieder. Nee, Tommy, ist es wirklich so? Naja, ist ja schön. Wenn du die dann auch intensiv nutzt und alles, also so nutzt, wie du sie vorhast zu nutzen, dann ist. Ja. Komm mir richtig scheiße vor jetzt. Warum? Das musst du doch nicht tausendmal sagen jetzt. Doch, weil ich mich wirklich freue. Ist ja schon ein Thema von einem ganzen Block. Das ist dieser scheiß verschissene Geschirrspüler-Ding. Der jetzt nur um diesen verfickten Geschirrspüler und um die Jutmiele ist. Guck mal, da kommt RAW. Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Rettungswagen. Nee, RAW. RAW. Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Oh. Hey, du bist der Schimp, du bist der Schimp, du bist der Schimp! Was? Ich repariere. Was ist das? E-Fendi? Statt E-Punkt Fendi? Ach, dann ist gerade nur noch Gucci. Oh. Schickimicki Farucci. Ah, schön. Cool. Ich muss dich noch bezahlen. Nein, nicht. Hast du Geld für mich? Hast du Fünfer für mich? Meine Fünfer sind alle. Ich hab schon gerade alle im Laden gelassen. Das ist jetzt so ein Kotzen, alter Fünfer, den gibt's nicht. Du brauchst halt schon im Laden ein bisschen da. Naja, nee, schon wird den letzten da gelassen. Was kriegst du? Mach mal später, 15, mach mal später. Du doch Gucci Platzer nicht. Nee. Soll ich dich ein bisschen helfen, Mann, so 300, 400 Euro, 500 Euro. Was bitte? Soll ich dich ein bisschen helfen, so auf 300, 400. Was willst du denn? Mit Geld. Ja. Mehr Kisten nehmen und dann gibst du alles auf einmal, so 400, 500 Euro. Oh! Mach mal später. Komm, mach mal hier, mach mal, komm, mach mal hier oben drauf, da. Okay. Damn! Das ist meine Karte. Ja, ist natürlich nicht geworden, aber das machen wir ja, oder? So macht man YouTube-Videos. Einfach so tun, als ob. Vorher stehen neben. Ah, Miele, die Schirrspüler. Hab ich jetzt gar nicht getraut, das immer auszusprechen. Ja, und was dran gedacht? Voll programmiert. Marlies läuft jetzt immer so rum mit so einem Foto. Mit so einem Foto in einem Portemonnaie. Ja, und mein. Was? Ja. Sie kam zu mir und hat zu mir gesagt, allen Ernstes, hat Mama dich jetzt so lange genervt, bis du ihr ein Geschirrspüler gekauft hast? Ich sag, ja, hat sie. Sie, wieso guck mal an, das ist unser neues Baby. Ich dachte, du zeigst mir jetzt ein echtes Baby. Nein, bitte nicht, weil das ist noch schlimmer als ein Geschirrspüler im Haus. Geguckt, als wir nach dem Motto. Ja, genau. Was ist mit dir los? Du tickst doch nicht mehr ganz richtig. Sind mir alle Steine auf der. Lass dich entmündigen, der Blick. Süß. Ja, ich lass dich entmündigen, Blick. So, egal. Ich muss jetzt festschrauben. Auto hier nicht fahren, statt an dem Bier. Nee, das stand im Hinterhof. Hinterhof? Ja, dann ist das die Banane. Dein Rad gut an die erste Etage, Mann. Wenn es an der Auswand geht, kann ich gerade rausfahren. Dann merkst du das. Ja, genau, so macht man. Ja. Schön steif. Den geht's auch nicht mehr. Da kannst du dich umdrehen, gell? Ne?
müssen, ohne dass es großer Erfolg ist. Okay, das sage ich dir. Auf dem Rückweg können wir vorbei und sagen dir Bescheid, was. Na, das wäre mal interessant, ja. Was bekommst du jetzt von mir? Das abspringen. Was stecken? Spare dir mal lieber. Ja. Dann vielen, vielen Dank. Das kostet doch hier noch nur. Dankeschön. Also, ich hoffe nicht, aber. Da kannst du ja auch gleich einen besseren Sattel ausprobieren. Wir haben echt nur für diese. Das ist die erste da. Ich habe hier beide gekauft von innen, hier und innen. Aha. Und ich habe dann gebaut, ja. Hm? Und gleich als ich gebaut habe, ist es wieder kaputt gegangen. Hm. Das war, und so lange bin ich nicht mehr gefahren. Also ich brauche wieder einen neuen. Wieder einen neuen. Also ich weiß nicht, also ich habe beide gekauft von innen. Hier, diese und dann innere. Aber ich glaube, der innere ist kaputt wieder. Ja, der innere ist wahrscheinlich. Aber da bin ich nicht mal 10 Minuten gefahren und ist geplatzt. Ist zu viel aufgepumpt oder vielleicht schlecht eingebaut? Ich habe aber gebaut. Vielleicht habe ich falsch gemacht. Ja, gut. Ja. Naja, dann kriegst du einen neuen Schlauch. So, guck mal. Was kostet, wenn Sie jetzt eine bauen? Ja, jetzt habe ich gerade keine Zeit, deswegen. Das geht in eine Minute, oder? Das geht nicht in einer Minute, das habe ich noch nie geschafft. Nein? Nein. Das habe ich noch nie geschafft, nee. Dann bist du besser als ich. Eine Minute, dann stelle ich dich an. Dann kannst du 60 Stück in einer Stunde machen, dann verdiene ich gutes Geld. Weil hier kann man einfach aufmachen und dann... Naja, du kannst es ja machen. Aber ich kann du das nicht. Also ich würde, wenn Sie das machen, werde ich das kaufen. Ja, 16 Euro sind das, wenn ich das mache. Ich habe 10 Euro. Naja, 6 Euro der Schlauch, 10 Euro die Arbeit. Ja, außerdem, ich habe das kaufe ich dann zum zweiten Mal. Also beim ersten Mal bin ich nicht mal eine halbe Stunde gefahren. Ja, aber dafür kann ich ja nichts. Dafür kann ich doch nichts. Also wenn Sie 10 Euro... Nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich leider nicht machen. Tut mir leid. Er hat versucht, richtig billig hier jetzt einen Schlauch abzugreifen oder was. Alle verrückt. Ich denke, dem Paket ist auf der Treppe. Ich hab ja einen Gutschein. Ja, Jörg. Ich kenne ja auch, wa? Mhm. Kam ja an, kennst du mich noch? Ich, nö. Wahrscheinlich kenne ich ihn auch nicht mal. Ja, platt und so habe ich beide bei dir gekauft, platt. Ich bin nicht mal 10 Minuten gefahren, platt. Ich sage, okay, na, kannst du ja einen neuen Schlauch haben. Kostet 6 Euro. Nein, nein, du musst auch einbauen. Ich sage, wenn ich einbaue, dann kostet 16 Euro. Ja, ich habe 10 Euro, ich sage, nee. Ich kaufe doch zum zweiten Mal. Na ja, gut, okay, tschüss. So, jetzt, pum, pum. Ja, 100%. Ey. Ist doch Quatsch. Ey, ich weiß ja, wie er. Ja, will er wahrscheinlich noch vorne und hinten. Für 10 Euro. Wenn Patti ankommt. Oh, Dr. Kennen, der hat aber lustige Rechnungen. Schick. So, ich geh jetzt los. Wir gehen zum Ballett, ja? Oh. Hm? Oh. 75 Euro, ey. Hier, 75 Euro. Was ist das Teil? Für den Freilaufkörper. Herzlichen Glückwunsch. Ja, siehst du? Manche Leute gehen mir. Wann kommst du denn? Nach Ballett hat 6-6. Ach, guck mal. Ja, große Ohren. Flappy. Moin. Ja, bis später. Ciao. Thank you.
Tür war aus, zack, zack, gefunden. Und wo ist die Boxen alle drum und dran? Und die Boxen auch dazu. Opa. Ja, aber ja. Moin. Aber. Kann ich. Ich würde gerne mal auf Herz und Nieren prüfen lassen und so ein paar. Durchgefallen. Durchgefallen. Und wieder aufpäppeln lassen. Ja. Ah, die andere und ohne Mikrofon. Doch, Mikro hier mit drin. Ja, weil das ist. Robel, lass die Hose zu. Voller versehrten Verein hier. So, jetzt hole ich meine Braten raus. Na ja, dann kommst du auf den Grill. So. Kohlen jetzt raus. Nee, du lässt ihn schön drinnen. Kohlen raus. Lass ihn drin. Hier ist die Kamera, die läuft, die filmt das alles. Die filmt auch deine Bratwurst. Die Bratwurst kommt raus. Keine Bratwurst. Doch, meine Bratwurst. Junge. Deine Bratwurst, die braucht deinen Erste-Hilfe-Kurs, deine Bratwurst. Warum? Naja, wenn die rauskommt, dann schnipp, schnapp und ab. Ich kann mal nicht mehr helfen. Ich wüsste ja nicht mehr, wo ich da bin. Nee, lass du die Hand aus der Hose jetzt. Kohlen raus. Nee, lass doch mal, jetzt mach doch. Nee, mach zu die Hose. Mach die Hose zu, hör ab. Mach die Hose zu. Das ist ja furchtbar. Das ist Helmut. Nee, Helmut nicht, Probepause. Das ist so wie. Das ist so wie. Hier so wie Ditsche. Kennst du Ditsche? Wer ist Ditsche? Ja, musst du gucken. Guckst du im Internet. Ditsche. Wer ist Ditsche? Ditsche, guck mal Ditsche. Das hier ist wie Ditsche. So ist wie Ditsche. Hier ist Schildkröte. Hier ist Schildkröte. Hast du den? Ditsche? Hast du die Haschbruder heute mal wieder gesehen? Wen halt? Haschbruder. Haschbruder, ja, jeden Tag. Der kommt mal hier vorbei. Jetzt kommt auch dieser vorbei. Ja, ja. Ditsche. Ich hab Dokumentarfilm 7 Jahre studiert. Ja. Aber jetzt endlich. Hast du? Schließlich. Ja. Endgültig sehe ich, wie eine gute Dokumentation man machen soll. Okay. Weil keine Inszenierung. Nein, keine Inszenierung. Keine Interviews. Keine Interviews. Alles. Aber jetzt kommt die Frage, das ist ehemalige Frage eines Dokumentarregisseurs. Hallo. Wann ist es inszeniert? Wenn die Leute wissen über die Kamera. Das kommt auf die Leute drauf an. Dann die Leute, das ist. Das kommt auf die Leute an. Inszenieren die Leute sich selbst? Genau. Das ist eine andere Frage. Aber wenn du eine Szene inszenierst, dann weißt du selber, es ist was anderes. Wenn du eine Szene inszenierst, dann sagst du, du kommst jetzt. Entschuldigung. Du kommst jetzt von da nach da, gehst da mal rein und wir filmen es so. Nein, nochmal. Yeah. Nochmal. Immer auf Anfang oder so. Aber wenn du das einfach nur so machst, wie es ist. Lässt es einfach laufen, dann ist es gut. Und dann ist es, wie es ist. Ob du dann stolperst dabei oder nicht, ist egal. Ja, aber du mit dieser. Das Witzige ist, das sehen ja die meisten Leute. Die meisten das nicht. Das und ist unglaublich. Deswegen. Wieso sehen die Leute? Deswegen, die wissen die darüber nicht. Die sind. Das ist zum Beispiel wie eine Kamera im Markt, dass niemand stahl etwas. Geklaut und so, die Kameras. Das ist ein bisschen ähnlich, weil die Leute wissen darüber nicht und sind so natural. Ja, Natur. Also so natürlich. Kauf uns eine andere Kamera, das ist ganz andere. Ja, pass auf, mal, wenn du ihm das hinhältst, dann guckt er genau auf die Kamera. Ja. Das kannst du bei ihm nicht machen. Ja, bei Wolfgang musst du es immer so, wenn du Wolfgang filmst, musst du so, du musst mit ihm reden, dann guckt er dich an und die Kamera ist hinter mir. Dann ist das in Ordnung. Aber du kannst nicht bei Wolfgang sagen, Wolfgang, sag mal, Wolfgang, das funktioniert nicht, ne? Moin, moin. Ja. Willst du mal? Kamera läuft schon, kannst du mal. Jetzt gerade haben wir ein Fahrrad gekriegt und es ist kaputt am Reifen. Der ist platt und der ist auch größer als der andere, der vorne ist. Und er macht gelbes Wasser. Ich zeige das euch mal. Nee.
Feder ist platt. Ich helfe Papa, den zu reparieren. Hab ich gefilmt das Rad und gesagt? Ja, kannst du. Mal richtig rangehen. Das ist ja richtig rostiges Wasser. Ich hab so gemacht und ich hab den Reifen einmal gedrückt und ihn gezeigt. Du musst jetzt nicht weglaufen wegen deinen Keksen. Setz dich irgendwo hin und ess die. Ich darf doch ein Stück Kaugummi. Wer ist Gadi? Ja. Das ist nur so. Das kann man ganz leicht abmachen. Gibt's ein Stück Kaugummi? Ja, Kaugummi? Ja. Ja. Nein. Oh, Annabelle ist wieder da. Zeig nochmal. Annabelle. So, was haben wir hier für ein Problem? Die meinte, das wackelt. Hier vorne. Hier haben wir ein 8 drin. Na, zack. Muss ich natürlich rauszentrieren. Okay, kann man so lassen. Fertig. Next, or last one for this session. Ja, hallo. Hallo. Traut ihr euch nicht rein, oder? So, zu viel Angst. Hä? Ja, so. Danke. Wartet ihr die ganze Zeit da ganz artig und wunderbar. Schon eine Stunde. Schon eine Stunde. Eine Stunde. Ich hatte für mich nicht noch beschäftigt. Ciao. Ciao, ciao. Warum hast du nicht diese neuere GoPro? Ja, die ist besser. Nein. Oh. Diese ist besser? Ja, viel besser. Aber dann die ist viel besser. Der Ton ist scheiße hier, dass, ja. Dass diese USB kaputt ist hier vorne. Ja. Das ist kakerlacker. Aber ansonsten ist die Kamera besser. Ist die besser. Wirklich? Oh, es ja. Hat längere Aufnahme, oder? Nein, das nicht. Ist einfacher zu bedienen, die ist robuster. Ja. Die ist besser.
Die erste aber ist neuer. Diese. Ja, weil die ist kacke. Die Kakalaka. Ist Kakalaka. Also, liebe Leute, lasst uns wissen in die Kommentare. Ich muss in einem Monat nach Prag zurückkehren. Aber ich kann vorher eine Doku machen. Wir haben darüber heute mit Tommy gesprochen und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie eine Dokumentation zu drehen. Weil Tommy muss es ohne Inszenierung, nichts gestaltet und alles natural sein. Ja. Und diese, ich habe darüber nachgedacht, diese Kameras sind eigentlich dazu am besten. Wie machst du das? Wenn ich meine Kamera mit Tripod habe, alle Leute sagen, oh, was ist hier los? Oh, ich, oh, oh, oh. Ja. Ja, natürlich. Da ist natürlich die Sache mit dem Ton. Ja. Ist natürlich, muss man gucken. Da musst du extra eine Tonspur anlegen. Ja, ich habe zwei Möglichkeiten. Ein großes Mikro und auch die Porte habe ich. Ja. Drei Porten habe ich hier. So, na gut, liebe Leute, der Jan, der will ja auch Doku machen. Hier von dem Laden. Und ich würde mal sagen, eine 26 Minuten Doku, die kann ich mir vielleicht auch gerade noch so leisten. Dann wird es aber auch eng, weil ich meine, natürlich brauche ich auch Geld, du musst auch Geld dafür nehmen, das ist alles richtig, aber ich meine, ich kann nicht alles machen, was... Na, also ich kann da nicht unendlich viel Geld reinbuttern in die Sache, weil ich ja gar nicht weiß, ich meine, vielleicht ist es auch gut und vielleicht kommt da auch Werbung und durch und kommen da ein paar Kunden dazu und... Aber ich weiß es halt nicht, ich weiß nicht, wie sich das etabliert und... Ich gucke mir nachher mal seine Videos nochmal an im Netz und so, weil er hat ja schon ein paar Sachen veröffentlicht. Der ist ja nun nicht ganz so unbekannt, ja. Und wie er für mich ist. Also hat sich da wohl irgendwie schon so ein. Er hat seine Kunden, ne, will ich damit sagen. Und ja, dann werden wir mal sehen und dann werden wir so eine 26-Minuten-Doku oder so. Wird sich bestimmt irgendwie anleiern lassen, sag ich jetzt mal so. Es kann immer noch sein, dass jetzt noch was dazwischen kommt und ich sage, halt, stopp, nein, geht doch nicht. Jetzt tendiere ich aber geradezu ja, weil er muss in 4 oder 5 Wochen, muss er wieder nach Prag zurück und dann ist halt das nicht mehr möglich. Also wir müssen das innerhalb dieser Zeit jetzt machen und drehen. Ja, und ich denke mal, ihr seid auch dafür oder so, das ist ja auch eine gute Sache und auch für mich, vermutlich mal eine gute Gelegenheit, würde ich mal so denken. Und deswegen würde ich die einfach mal auch wahrnehmen. Ja. Und vielleicht wird da ja irgendwann mal der neue Alfred Hitchcock oder so. Und dann kann man sagen, hier, eine seiner ersten Dokumentationen hat dafür einen Fahrradladen gemacht. Ist natürlich auch eine tolle Sache. Denn eventuell, vielleicht sind wir ein Sprungbrett für ihn. Vielleicht ist er im Gegensatz dazu auch ein bisschen Sprungbrett für uns. Dass er schafft, irgendwie den Laden natürlich ein bisschen nach vorne zu heben, ein bisschen bekannter zu machen in der Welt, vielleicht sogar in Prag oder so, vielleicht interessieren sich dann auch welche dafür. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, machen wir das, sage ich jetzt mal so spontan. Auch wenn ich es nicht mag, dass Sachen gestellt sind oder so und sich wahrscheinlich zwei, drei Sachen nicht verhindern lassen. Guten Abend. Ja. 8.59 Uhr. Ich mach Feierabend. Also, wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Yo, Leute, oh nein, die Gangster, Feierabend. Alter. Oh, was geht ab? Feierabend.